Herzlich willkommen zurück bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Modhub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 11 Updates und 6 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei LS Xbox One, bei Maurice, Florian, Rakede und Burndown28 für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Natürlich möchte ich mich auch ganz herzlich bei den Mitgliedern bedanken, die ihre Mitgliedschaft erneuert haben und dem Kanal die Treue halten. Wie immer starten wir mit den Updates, und zwar kommt das erste Update für die Karte La Coronella von Erschaba, Downloadgröße 474,07 MB in der Version jetzt von 1.0.5.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier ist ellen lang. Hat zwei Sprachen drin, da ist ein Fehler unterlaufen wahrscheinlich. Da ist Deutsch drin, Französisch drin und der ist wirklich sehr, sehr, sehr lang. Also es geht für mich definitiv zu weit, hier alle Punkte vorzulesen. Auf jeden Fall, was nötig ist, ist ein neuer Spielstand. Was klar herauskommt, ist natürlich auch, dass andere Maschinen hinzugefügt worden sind und auch andere Mods, die wahrscheinlich vom selben Modder kommen oder vom Rauli Christi, vom selben Team, werden hinzugefügt, insbesondere die Oliven und die Olivenbearbeitung und so weiter. Sehr, sehr viel ist passiert hier. Nehmt euch die Zeit, geht mal in den Modhub rein, schaut euch die ganzen Updates an. Es ist extrem, extrem viel passiert. Es ist definitiv zu viel, hier jeden Punkt vorzulegen. Auf jeden Fall wiederhole nochmal, es wird ein neuer Spielstand gefordert. Das nächste Update kommt für die landwirtschaftliche Inputproduktion von Design Farming. Downloadgröße 2,14 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Das kommt als Update daher. Ich habe keinen Changelog gefunden. Aber auf jeden Fall, ja, hier, das ist wieder mal hier. Aber als Update, neuer Mod, ich weiß es nicht. Das nächste wirkliche Update kommt für die alte Getreidemühle von Bachzon V3. Downloadgröße 10,9 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, die Fähigkeit, Getreide in Schweinefutter umzuwandeln, wurde hinzugefügt. Option zum Sammeln von Getreide aus der Mühle mit einem Abflussrohr wurde hinzugefügt. Manuelle Beleuchtung wurde hinzugefügt. Das Erscheinungsbild des Daches wurde verbessert. Optimierung des Mods wurde verbessert. Das Kollisionssystem wurde umgebaut und das Efeu wird im Winter entfernt. Die Futtermischanlage von LSMT Modding Team kriegt das nächste Update, und zwar mit der Downloadgröße von 2,98 MB in der Version jetzt von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Rezeptur verbessert, Produktionsgeschwindigkeit angepasst, Fehler beim Ballenträger gefixt. Die Kartoffelverarbeitung von Harrison Fork kriegt das nächste Update, Downloadgröße 13,85 MB jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Probleme beim Transport von Gurken, Zwiebeln und Paprikapaletten mit dem Gabelstapel aufgrund eines Kollisionsproblems wurde gefixt. Das unwillentliche Verteilen von Produkten, die innerhalb der Kartoffelverarbeitung verarbeitet werden können, auf dem Supermarkt wurde unterbunden. Gameplay-Änderungen. Pflanzliches Fett, Premium-Kartoffeln und Speisestärke können nicht länger im Supermarkt verkauft werden. Die Produktionsrate von Paprika im Gewächshaus wurde erhöht. Einige Rezepte wurden leicht geändert. Die Verkaufspreise für einige Produkte wurden angepasst. Die Pharma-Großhandel akzeptiert nunmehr alle Produkte. Der Massey Ferguson 8700S von Blauea kriegt das nächste Update. Downloadgröße 15,23 MB jetzt in der Version von 1.2.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, kleine Fehler behoben, Abziehbilder und Farben überarbeitet, neue Details und Animationen hinzugefügt. Wir kommen zum alten Kuhstall von 20 mm Normandy, Downloadgröße 10,82 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Multiplayer-Mod-Funktionalität hinzugefügt, fehlende Kollisionen hinzugefügt, Mod-Desk-Nummer geändert. Wir kommen zum Fendt 900S4 von LS Agraole, Downloadgröße 17,61 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt,
933er Vario hinzugefügt, Profi Plus Decal hinzugefügt, Joystick animiert, Isaria Pro Compact hinzugefügt, Precision Farming DLC benötigt. Damit kommen wir zum Bednar Terraland Pack, das kommt von Nicopix, Downloadgröße 17,38 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Heckbefestigung gefixt. Die Flachbodensilos von Flying Dutchman kriegen das nächste Update, Downloadgröße 5,37 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, die Kapazität des Pharma 250 Silo wurde von 100.000 auf 250.000 korrigiert. Und damit kommen wir zum letzten Update, und zwar für das Grain Quid Pro von Missy B und Volkan 95, Downloadgröße 7,73 MB, jetzt in der Version von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Holz hinzugefügt, Holzspäne hinzugefügt. Damit kommen wir zu den neuen Mods für heute. Und zwar heißt die erste neue Mod Case IH Magnum 8900 Series, kommt von Casarias Modding, Downloadgröße 68,38 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies dieser Traktor hier, kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 170 PS, wird Last geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 445 Litern, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und kostet knappe 59.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, Lizard, Michelin und Trelleborg. Die Reifenvarianten klicke ich einmal ganz kurz durch. Da gibt es, je nachdem, welche Reifenvarianten man ausgewählt hat, natürlich zwei verschiedene Versionen. Einmal die einzelnen Zwillinge hinten, einzeln vorne, invertiert und so weiter und so fort. Dann, wenn man hier durchgeht, kommt man plötzlich auch zu der Einzel- und zwar mit der zweiradbetriebenen Version. Ja, da kann man durchschalten, wie man möchte. Kotflügel gibt es wahrscheinlich nur bei der zweiradbetriebenen Version. Dann gibt es Zusatzscheinwerferformen, das sind diese hier, das sind diese beiden. Spiegel können hinzugebaut werden, ja oder nein, das sind diese hier. Rundumleuchten gibt es ja oder nein. Frontoptionen gibt es Gewichtshalterung, dann gibt es 500 Kilo Frontgewicht, 1000 Kilo Frontgewicht, eine Rockbox oder nichts. Schnellkupplung gibt es hinten entweder ja oder nein, das ist hier, das hier. 2 WD Achsbreite ist nur sichtbar, wenn man die Zweirad-Variante ausgewählt hat. Monitore gibt es verschiedene, einmal den KPM3, dann gibt es den B-Vantage und das FieldView. Oder natürlich alle zusammen. Bei der Motorenausführung gibt es den 8910er mit 170 PS, den 20er mit 214 PS, den 30er mit 239 PS, den 40er mit 261 PS und den 50er mit 261 PS. Dann kann GPS hinzugebaut werden und natürlich auch Isario Pro Compact. Hauptfarbe kann gewählt werden von diesen Farben hier und betrifft das Auspuffrohr. Und zwar ist das das Einzige, was beeinflusst wird. Die Felgenfarbe können gewählt werden zwischen Grau und Schwarz. Die nächste neue Mod heißt Le Bulge 100D16. Dieser kommt von Simulator Games. Downloadgröße 3,62 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist dieser Ballenwagen hier, wiegt 3 Tonnen und kostet 7.090 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Lizard, Continental und Trelleborg. Dann gibt es beim Design einen Aufbau oder ohne. Anhängerkupplung kann zusätzlich hinzugebaut werden hinten und die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen dem Beige und dem Rot. Wir kommen zum Lizard 25 DU Anhänger. Dieser kommt von FSG Modding, Downloadgröße 4,72 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und hier gibt es zwei Optionen, einmal den Kipper. Der kommt mit einem standardmäßigen Ladevolumen von 18,1 Kubikmeter, wiegt knappe 4 Tonnen und kostet 36.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mittas, Friedestein, Continental und Trelleborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser riesengroßen Farbpalette hier und die Fahrgestellfarbe aus derselben Farbpalette und betrifft natürlich das Fahrgestell. Dann gibt es noch den Paletten- oder Ballenwagen mit einem Gewicht von 3,5 Tonnen und der kostet 36.000 Euro. Hier wird der Universal Autoload akzeptiert, das heißt, die Reifenhersteller hier sind dieselben wie vorher, die Farboptionen auch.
Dieser kann also benutzt werden, um mit Autoload-Paletten zu laden. Wir kommen zum Robert Hydropile 1. Dieser kommt von Paolo 5090R, Downloadgröße 17,47 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Hier gibt es auch zwei Optionen, einmal den 1GL, das ist dieser hier, nimmt eine Balle auf, wiegt 753 Kilo und braucht 60 PS. Der Preis 12.050 Euro. Der Anbaukupplungstyp gibt es verschiedenste Varianten, einmal der Manitou, Teleskoplader, Frontlader, Stoll, JCB und Kompaktlader, Radlader und so weiter und so fort. Da gibt es alle möglichen Varianten. Der Unterschied von diesem hier zum anderen ist, dass hier das Ausblasrohr nicht gedreht werden kann. Das kann nur in eine Richtung ausgerichtet werden. Hier bei diesem kann das gewendet werden. Das ist also der GT. Nimmt auch eine Balle auf, wiegt 770 Kilo, braucht ebenfalls 60 PS und kostet 14.500 Euro. Die Anbaukupplungstypen sind dieselben, wie wir schon gesehen haben. Es wird auch der Hinweis gemacht, dass dieser Rundballen aufnimmt bis zum Durchmesser von 1,40 m und die Quaderballen mit einer Größe von der Länge bis 1,40 m. Wir kommen zum baubaren Gehegepack. Dieser kommt von Schulz Modding, Downloadgröße 1,48 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich hier um ein Tiergehege, und zwar um ein Kuhgehege, und zwar mit Platz von bis zu 1000 Kühen. Die können frei platziert werden. Und zwar, wenn wir im Baumenü hier die Rindergehege anschauen, da können wir dies nehmen, können dies platzieren. Kostenpunkt zum Platzieren 25.000 Euro, das ist dieses hier, kommt so daher und das kann dann im Dekorationsfeld, kann dies mit den Zäunen, die hier ebenfalls im Paket enthalten sind, dann sind diese hier entsprechend umzäunt werden. Das rote Gitter wird als Hilfe angezeigt, wenn man das Gehege platziert. Wenn man das dann platziert hat, kann man dies entsprechend hier beim Ausrufezeichen entfernen. Damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod, und zwar ist das der BGA Netzverteiler von Distributed Simulations, Downloadgröße 3,17 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden natürlich im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Da gibt es zwei Versionen, einmal den BGA Netzverteiler und einmal den unrealistischen BGA Netzverteiler. Kostenpunkt zum Platzieren zwischen 75.000 und 150.000 Euro. Was macht dieser Netzverteiler? Der Netzverteiler verdoppelt im Prinzip das hergestellte Endgut der BGA, also einmal Strom. Hier kann Strom verdoppelt werden und Methan ebenso, und zwar zu ziemlich hohen Zyklen. Das heißt, hier könnte man quasi im Prinzip einfach das Ganze ein bisschen aufmotzen, damit man noch ein bisschen mehr Geld verdienen kann. Das war es denn auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne dein Däumchen da. Falls du keine weiteren Videos verpassen möchtest, dann hol dir doch dein kostenfreies Abo ab. Möchtest du den Kanal unterstützen, dann überleg dir doch, den Kanal per Mitgliedschaft zu unterstützen, damit wir auch unsere Serverkosten decken können. In Kürze werden wir ein neues Projekt vorstellen, und zwar möchten wir das Herzstück von dieser ET-modularen BGA nutzen, um eine komplett autarke Farm zu bewirtschaften. Das heißt, kein Dieselmotor, nichts. Es wird alles selbst hergestellt, als Methan und Strom angeht. Und somit möchten wir diesen Hof betreiben. Ihr könnt mitmachen. Bitte bleibt dran, denn es wird in der Kürze ein Video dazu geben, wie ihr mitmachen könnt, wie ihr mithelfen könnt, entweder auf der Farm oder also auf dem Server und oder aber auch das ganze Spielgeschehen zu beeinflussen. Ich hoffe, euch macht so ein Projekt Spaß. Wir werden in Kürze damit starten. Bleibt dran, verpasst es nicht. Hol dir das Abo ab, damit du da natürlich rechtzeitig informiert wirst. In diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen guten Start in die Woche und wir sehen uns morgen wieder mit den Mods von morgen. Bis dann, danke, tschüss und hasta luego.